Was geht, Leute? Mein Name ist Jonas Ems und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und ich würde sagen, es ist heute mal an der Reihe für eine Zerstörung. Ich bin nicht Rezo, aber ich kann trotzdem einfach Dinge zerstören, wenn ich da Lust zu habe. Zumindest kann ich das machen, wenn ich hier in diesem Video die Moralkeule schwinge. Und das wird auch ganz gut funktionieren, das werdet ihr jetzt sehen. Das heutige Video, das dreht sich um die sogenannten Uggs oder Ugg Boots, wie man sie auch gerne nennt. Das sind diese wunderbaren Schuhe hier, die gar nicht mal so wunderbar sind, wie man vielleicht im ersten Moment denkt. Das große Problem ist, das sind super angesagte Schuhe. Also wenn ihr die jetzt persönlich nicht kennt, dann bin ich mir ganz sicher, dass irgendeine Freundin oder vielleicht auch ein Freund von euch diese Schuhe tragen wird. Zugegebenermaßen, diese Art von Schuhe tragen mehr Frauen als Männer. Das ist die Hauptzielgruppe, aber das heißt nicht, dass man als Mann diese Schuhe nicht auch tragen kann. Wenn ihr niemanden persönlich kennt, der diese Schuhe hat, dann geht kurz in die Stadt und schaut euch an, wie viele Leute mit diesen Schuhen rumlaufen. Ich kriege gerade mit, dass es jetzt gerade wieder Zeit wird, dass sich viele Leute diese Schuhe zulegen. Und bevor das passiert, möchte ich gerne dieses Video drehen, um vielleicht den einen oder anderen davon zu überzeugen, das nicht zu tun, also diese Schuhe zu kaufen. Es gibt, das kann ich direkt mal sagen, am Ende des Videos gute Empfehlungen dafür, was man alternativ machen kann. Denn was ihr euch mit den Ugg Boots antut, ist nichts anderes als Tiertod jeden Tag mit euch rumzutragen, und zwar an den Füßen. Und zwar wirklich sehr qualvollen Tiertod. Und wenn ihr jetzt gerade denkt, ich drücke mich jetzt gerade schon aus wie die militante Veganerin, dann mag das vielleicht auch so sein, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass es wirklich so ist. Ich zeige euch gleich auch ein bisschen was davon und erkläre euch jetzt gerade mal das große Missverständnis bei diesen Ugg Boots. Problematisch an der ganzen Sache finde ich aber eben vor allem neben der Tatsache, dass diese Schuhe eben als sehr angesagt gelten, auch, dass es eben eine ganze Reihe an Influencern und Influencerinnen gibt, die dafür Kampagnen machen, also die diese Schuhe aktiv bewerben. Das ist wirklich nichts anderes, als würde man irgendwie Steak im Angebot bewerben. Oder eben so Chicken Nuggets oder so. Gibt ja auch Leute, die das tatsächlich machen. Das sind ja alles so Sachen, wo ich wirklich, wo es mir eiskalt in den Rücken runterläuft und ich mir denke, Leute, habt ihr euch im Vorhinein informiert, was dort passiert? Also stellt euch mal vor, Influencer würden für Echtpelz-Werbung machen. Da würde ja jeder sagen so, ey, was ist denn hier los? Das hier ist nichts anderes. Es ist nichts anderes. Könnt ihr es trotzdem mal angucken. Hier haben wir zum Beispiel mal ein Video von Lisa und Dena, die mit Ugg Boots kooperiert haben. Ein Video hier von Anna Alvarez, das hat über 2 Millionen Aufrufe. Eine Kooperation mit Uggs. Schaut gerne mal rein. Oder Milane aus dem deutschsprachigen Raum, kennt ihr sicherlich auch, eine Kooperation mit den Ugg Boots. Bitteschön. Today is a beautiful day. It's bright outside. Ihr seht also, hier haben sich offensichtlich Leute entweder nicht informiert oder, und das möchte ich denen fast sogar nicht unterstellen, also lieber sind das für mich Influencer, die sich einfach nicht über die Kooperationspartner, mit denen sie zusammenarbeiten und an denen sie Geld verdienen, informieren, als dass sie sich tatsächlich informiert haben und gesagt haben, I don't give a fuck, hier werden zwar Tiere heftig für gequält und missbraucht, aber ich mache trotzdem mal Werbung für das Produkt. Möglicherweise ist aber auch das eine Option. Ganz schwieriges Thema. Ich habe auch gesehen, Gigi Hadid zum Beispiel hat über 76 Millionen Follower auf TikTok, kooperiert auch mit Ugg Boots. Also es gibt eine ganze Menge an Influencern und Influencerinnen, die eben diese Marke zusätzlich pushen, und das ist halt super, super schwierig, weil es halt um eine ganz schwierige Marke geht. Aber kommen wir gerade direkt einmal zu Kapitel Nummer 1. Was ist das Problem mit Uggs? Das große Problem ist tatsächlich die Herstellung. Also die allermeisten Leute denken, ich weiß nicht, ob ihr diesen Schuh eben schon mal in der Hand hattet oder mal angeschaut habt, aber meist dieser Leute denken eben, okay, da ist einfach Wolle rein verarbeitet und das ist ja kein Problem. Muss aber dazu sagen, dass die Wollindustrie selbst schon einfach auch sehr, sehr problematisch ist. Also selbst wenn es nur ein Produkt aus Wolle wäre, heißt es nicht, dass es tierleidfrei ist, oder heißt es auch nicht, dass es dann angenehm fürs Tier wäre, weil die Schafe einfach nur geschoren werden oder so. Das ist genauso Missbrauch von den Tieren. Den Tieren geht es dort genauso schlecht. Aber es ist gar nicht nur die Wolle, sondern was sich in diesen Ugg Boots tatsächlich befindet, ist die Schafshaut, die dann zu Leder verarbeitet wird, wo dann die Wolle dran geklebt wird. Das heißt also, das Schaf muss für dieses Produkt sterben. Es wird also nicht nur die Wolle abgeschoren, sondern es geht um die Schafshaut auch, die zu diesem Leder verarbeitet wird. Es ist also nichts anderes als eben Leder selbst. Ich habe dazu auch mal ein ganzes Video gedreht. Das ist das Video, was sich um Leder dreht, und das kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, auch das mal anzuschauen, weil viele Leute auch denken, Leder und eben Schafswolle und all das ist ja eben dann ein ganz schönes, natürliches Produkt. Ich trage an den Füßen eben was Natürliches. Deswegen ist echt Leder sowas Wunderbares verglichen mit künstlichem Leder. In Wirklichkeit geht Leder aber auch durch viele verschiedene chemische Prozesse, wo Chemie eingesetzt wird, denn normalerweise würde natürlich Wolle und eben auch Tierhaut würde sich mit der Zeit zersetzt. Das ist der natürliche Prozess. Das sind natürliche Materialien, und damit es eben nicht passiert, wird da eben chemisch was beigemischt. Das will ich nur an der Stelle dazu sagen. Falls jetzt wieder Leute argumentieren mit, ja, aber ich möchte unbedingt was Natürliches haben und so. Leder ist nicht natürlich. Also selbst echtes Leder ist nicht natürlich, sondern besteht aus Chemie. Einfach, um das ganz klar zu sagen. So, wir wissen jetzt also schon mal, die Tiere müssen für diese Schuhe sterben. Was man aber auch dazu sagen muss, das noch größere Problem ist, dass es einen ganzen Haufen an Berichten darüber gibt, dass die Schafe oder viel sind es auch Lämmer tatsächlich. Also in diesen Schuhen sind wirklich auch einfach diese Schafsbabys, also süße Lämmer, verarbeitet, dass die zum Teil eben lebendig gehäutet werden. Weil das, wenn man so Tiere lebendig häutet, dann hat das nochmal, teilweise verspricht das nochmal mehr Qualität oder soll es mehr Qualität versprechen. Teilweise sind die Prozesse dann auch einfach einfacher oder es geht schneller. Es gibt da ein sehr brutales Video, da möchte ich dazu sagen, es gibt hier keine Beweise dafür, dass ein Zusammenhang
Zusammenhang zwischen den UGG Boots und möglichen Industriepartnern von eben UGGs besteht. Es ist zwar von einer PETA Australia Kampagne das Video zu diesen UGG Boots, aber es gibt wie gesagt keine Beweise dafür, dass es tatsächlich eben Schafe sind, die dort missbraucht wurden für genau diese UGG Boots. Und man kann sich sehr gut seinen Teil dabei denken, dass die Prozesse nicht groß anders aussehen. Ich verlinke euch das Video ist zu brutal, um das hier zu zeigen, und ich habe mir auch mal gesagt, dass ich euch nicht direkt konfrontieren möchte mit so ganz schrecklichen Aufnahmen. Wer Lust hat, guckt euch das Video super gerne an. Also vor allem, wer solche Schuhe zu Hause hat, er sollte sich dieser Verantwortung auf jeden Fall stellen und sich dieses Video ansehen. Ich verlinke das direkt unter der Videobeschreibung. Schaut euch das gerne an, das geht nur 30 Sekunden und ihr werdet danach denken, dass ihr diese Schuhe nicht nochmal kaufen werdet in eurem Leben, weil es wirklich einfach wirklich, wirklich schrecklich ist. Schauen wir uns aber mal ganz kurz an, was eigentlich die Company von den UGG Boots dazu sagt, zu diesen ganzen Vorwürfen, dass dort eben sehr viel Qual mit dran steckt, und wir schauen auch mal, wie wir dagegen argumentieren können. Deswegen Kapitel Nummer 2, die Position des Unternehmens. Also erstmal das Unternehmen selber, das heißt nicht UGG oder sowas in diese Richtung, sondern das heißt Deckers, das ist die Originalmarke. Tatsächlich kommen diese UGGs, die eben ihren Ursprung in Australien haben. Da gibt es nochmal eine ganz kleine andere Geschichte zu. Da habe ich nicht so intensiv recherchiert, aber das, was ich so mitbekommen habe, ist, dass es wohl eigentlich eine Original-Company aus Australien gibt, wo eben auch ganz viele dieser Schafe herkommen. Im Grunde wurde dieses Konzept von dieser amerikanischen Companies, also von Deckers, einfach kopiert bzw. übernommen, und die heißen auch UGGs eben, also die nennen ihre Schuhe UGG Boots, aber diese Original-Company, das sind die eigentlichen Hersteller, die ursprünglichen Hersteller, und Deckers hat diese Marke quasi einfach übernommen. Da gibt es auch gerade wohl noch einen Rechtsstreit drüber, also irgendwie ganz spannend. Aber Fakt ist natürlich, dass der Company diese Anschuldigung sehr schaden, denn klar ist, wenn Leute wie ich beispielsweise solche reichweitenstarken Videos drehen oder immer mehr Leute im Kopf haben, okay, da steckt der Tierqual drin und hier werden Tiere für getötet, dann ist das natürlich ein schlechter Ruf für das Unternehmen, das bedeutet weniger Einnahmen, und das ist natürlich ein Problem für so eine solche Company. Deswegen gibt es immer mal wieder auch Rechtfertigungen dafür, warum das okay ist, was die machen, und die beziehen dann eben teilweise Stellung zu den Dingen. Da gibt es Rechtfertigung 1, ich zitiere ganz kurz: Deckers akzeptiert nur Tierhaut, die Nebenprodukt der Fleischindustrie ist und von Tieren, die nicht exklusiv für ihre Pelze gezüchtet wurden. Es wird also gesagt, dass das geschlachtete Tier und die Abziehung der Tierhaut im Grunde eine Art Recycling ist. Also es wird gesagt, es ist ja nur ein Nebenprodukt und das Tier würde ja sowieso für das Fleisch gezüchtet und getötet worden sein, und das kann man sich dann einfach abziehen. Es wird sogar öffentlich, stellen die sich sogar fast so ein bisschen als so die eben Recycler und so nach dem Motto, ey, hier lohnt sich es dann wenigstens wirklich, das Tier zu schlachten, und hier wird nichts weggeschmissen und es bleiben keine Reste übrig. Ein bisschen als Retter in dieser Stelle sogar, stellen die sich so hin. Aber es sieht tatsächlich eigentlich ein bisschen anders aus. Auch wenn die Mitarbeiter der Deckers Company den Tier nicht direkt die Kehle aufschneiden, ist es ja trotzdem so, dass die Deckers Company andere dafür beauftragt, das zu tun. Und durch den Kauf dieser Tierhaut dafür sorgt, dass diese Unternehmen Profit machen. Tatsächlich macht Leder schon ein Stück weit des wirtschaftlichen Gesamtwerts eines Tierprodukts aus und ist deswegen keinesfalls einfach nur ein Nebenabfallprodukt, was einfach nicht mehr gebraucht wird oder keinen Wert hätte oder so, und Deckers sagt dann so, ey komm, wir nehmen das und wir können das dann cool zu Schuhen verarbeiten, sondern es geht hier dabei darum, dass es auf jeden Fall einen Wert hat. Das heißt also anders gesagt, wenn die Tierschlechter, also die Unternehmen, die dafür verantwortlich sind, die Tiere umzubringen und unter anderem auch deren Fleisch verarbeiten, wenn die ihre Tierhaut nicht mehr an Unternehmen wie eben Deckers verkaufen könnten, dann würden die viel weniger Profit machen und könnten auch nur viel weniger Tiere halten, um die dann zu schlachten, weil es eben einen Teil dieses Gesamtgewinns ausmacht. Da ist egal, ob gesagt wird, die werden sowieso geschlachtet worden für Fleisch oder nicht, sondern Fakt ist, dass diese Unternehmen durch das Umbringen dieser Tiere Gewinn machen und dass UGGs das aktiv unterstützt. Solange die Nachfrage da ist, wird es auch immer ein Angebot geben. Ob man nun Fleisch kauft oder ob man nun UGG Boots kauft, macht am Ende quasi dann keinen Unterschied. Es gibt noch eine zweite Rechtfertigung. Auch hier zitiere ich wieder: UGG kauft nur Schafsleder von Schafen, die aus Australien, USA, Irland, den UK oder Spanien kommen. Einer der Gründe dafür ist, dass diese Länder Standards haben, was den Umgang mit Tieren angeht. Aber auch hier an dieser Stelle mal ein kleiner Faktencheck. Standards könnte bedeuten, dass es weniger Tierleid gibt, heißt aber nicht, dass es gar kein Tierleid gibt. Beispiel an Australien. Australien zählt zu den weltweit größten Exporteuren, was Nutztiere angeht. Deckers positioniert sich klar und sagt, dass sie keinen Lebendtransport von Tieren über See möchten. Trotzdem ist es so, dass die Schafe in Australien über zahlreiche sogenannte Sellyards transportiert werden, also innerhalb von Australien. Australien ist ein gigantisches Land, fast so groß wie manche Kontinente. Sellyards sind offiziell erlaubte Tiermärkte, wo Schafe und andere Tiere von Bauern zu Schlachtern verkauft werden. Man müsste eigentlich mal vor Ort sein, um sich so einen Markt anzugucken. Da werden an guten Tagen bis zu 50.000 Tieren verkauft. Das ist wirklich im Grunde, da sind Massen an Tieren, und an erster Stelle steht hier der Profit. Das Tier ist im Grunde die Ware, die hin und her geschoben wird. Tiere verbringen dort teilweise einen ganzen Tag, eine ganze Nacht, stehen dort stundenlang rum, verletzen sich gegenseitig auf allerengstem Raum und werden dann anschließend eben zum Schlachter verkauft, werden dann manchmal eben über ewig weite Strecken noch transportiert, um dann eben getötet zu werden. Wir reden hier davon, dass allein im letzten Jahr auf über 150 Sellyards über 4 Millionen Rinder und 16 Millionen Schafe transportiert wurden, also eine unglaublich große Zahl. Jeder Lebendtiertransport, egal ob es jetzt Übersee ist oder nicht, bedeutet Qualen für ein Tier, gerade eben über diese weiteren Strecken. PETA hat in den letzten Jahren durch investigative Missionen verschiedene Aufnahmen veröffentlicht, die die Tierhaltung und auch die Schlachtung von Schafen in Australien, aber auch in den USA
USA und in den UK gezeigt haben, veröffentlicht. Und es sind wirklich sehr, sehr erschreckende Aufnahmen. Es zeigt ganz klar, dass eben Länder, in denen es Standard geben soll, dass es doch trotzdem nicht qualfrei abläuft. Es scheint hier also so, dass sich Dekkers so ein bisschen blind darauf verlässt, dass im Grunde so die Vorgaben, die die Länder setzen oder die Standards, die in diesen Ländern gelten, dass die eingehalten werden, aber intensiv wird dort nicht nachgehorcht. Klar ist natürlich auch, dass gute und intensive Tierhaltung auch bedeutet, dass es teurer wird. Wir können das also zusammenfassen. Am Ende des Tages wissen wir nicht genau, wie es den Schafen geht, wenn sie gelebt haben. Fakt ist, sie werden irgendwo hingezüchtet, um geschlachtet zu werden. Das Schlachtungsverfahren kann teilweise eben sehr problematisch sein, gerade eben wie die Haut für das Leder gewonnen wird. Das große Problem ist, dass das Bewusstsein dafür nicht da ist und viele Menschen davon ausgehen, dass sie einfach nur Wolle an den Füßen tragen und das war's. Deswegen Kapitel Nummer 3, was können wir tun? Also erstmal ganz klar, wir sollten diese Marke nicht weiter unterstützen, solange es eben ein so großes Sortiment an Produkten dort gibt und gerade eben diese super beliebten Schuhe, die eben mit so viel Tierleid verbunden sind. Das gilt natürlich generell. Also genauso, es soll jetzt nicht zu sehr wie so ein Rage nur auf eine einzige Marke wirken. Ich lehne generell ab, wenn Tiere für ein Produkt sterben müssen. Das eine ist, wenn man das Produkt isst, man kann da immer drüber diskutieren, aber diese Schuhe, diese Art von Schuhen, das muss man wirklich nicht tragen. Also nur weil es in ist, diese Schuhe zu tragen oder nur weil eure Lieblingsinfluencer oder Influencerin dafür Werbung macht, diese Schuhe dann zu kaufen, das ist wirklich völliger Quatsch. Es gibt alternativ dazu einige andere klassische Boots, die sehr, sehr ähnlich aussehen, aber tatsächlich eben vegan sind. Das heißt also, man unterstützt nicht nur Marken, die sich darauf fokussieren oder dafür Geld investieren, eben vegane Produkte, vergleichbar gute Produkte herzustellen, sondern wir sorgen eben vor allem auch dafür, dass es für das Produkt in dem Moment kein Tierleid gibt. Es gibt unter anderem Boots von der Marke Bearpaw. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die kosten nur halb so viel. Wenn ihr auf die Seite geht, achtet aber darauf, dort sind nicht alle Schuhe vegan, aber es gibt dort eben vergleichbare Ugg-Boots, die eben vegan sind. Checkt es gerne ab. Es gibt die Marke Porge, ich weiß echt nicht, wie man die ausspricht, keine Ahnung. Die nutzen recycelte Materialien, dort ist alles vegan. Die sind ungefähr genauso teuer wie Uggs. Es gibt Once Wild, da gibt es diesen Vegan Classic Uggs-Schuh. Der ist quasi vom Aussehen her fast identisch zu den Uggs-Boots und auch vom Tragkomfort, so wie ich die Rezension gelesen habe, ist aber eben auch komplett vegan, auch etwa gleicher Preis. Also warum nicht das kaufen? Warum sollte man das andere kaufen? Ich muss dazu sagen, es gibt auf der Seite von Uggs, es gibt Schuhe, die dort angeboten werden, die vegan sind. Also die haben schon vegane Modelle. Und im Grunde ist es ein bisschen wieder so, dieses Angebot- und Nachfragethema. Wenn man es hinkriegen würde, dass man wirklich dafür sorgt, dass in den nächsten Jahren keine Leute mehr diese Schuhe kaufen, wo Tier da drin steckt, dann wird Ugg oder Dekkers, die Company, wird dann umdenken und muss sich dann zwangsweise umstrukturieren und Schuhe entwerfen, die vegan sind. Und das ist, genau da sollten wir hin. Wir würden dadurch unglaublich viel Tiertode im Jahr einsparen können. Deswegen denke ich mir, warum sollte man das nicht tun? Man sollte vor allem nicht irgendwelche billig Falsch-Lederschuhe kaufen, weil die Gefahr ist so ein bisschen, beispielsweise bei der Marke Boohoo, kam jetzt irgendwie im letzten Jahr, glaube ich, war das so, kam raus, dass da eine ganze Menge an angeblich nicht echt Lederprodukten verkauft wurden, wo sich am Ende rausgestellt hat, das war doch echt Leder. Also muss man manchmal aufpassen, weil teilweise ist mittlerweile echt Leder günstiger als eben künstliches oder pflanzliches Leder. Ich habe jetzt ein paar Empfehlungen ausgesprochen, das verlinke ich euch natürlich auch in der Beschreibung. Checkt das mal ab, wenn ihr euch solche Schuhe kaufen wollt oder auch wenn ihr eben wisst, dass sich eine Freundin von euch oder ein Freund oder wer auch immer solche Schuhe kaufen will oder eure Mutter oder was auch immer, die sich dann dieses Jahr jetzt neue Schuhe kaufen oder vielleicht auch wünschen zu Weihnachten. Wie dem auch sei, nutzt doch mal die Gelegenheit und holt da das Vegane und man sieht denen auch nicht an, dass sie vegan sind. Sondern es ist jetzt nicht so wie, wenn man was Veganes essen muss, wo man sagt direkt so, ey, du bist Veganer, sondern das ist halt echt ganz entspannt und echt ganz chillig. Kann super cool sein. Ja, außerdem eine andere Sache, die ich euch auch einfach sagen kann, wenn ihr seht, dass Influencer oder Influencerinnen Werbung für Produkte machen, wo offensichtlich Tierleid hintersteckt und wie gesagt, das können die 2,99 € Chicken McNuggets von was auch immer für einer Fastfood-Kette sein. Wenn Werbung dafür gemacht wird, ist es unmoralisch. Aber auch für diese Uggs-Boots Werbung zu machen, wo eben jedes Mal ein Lamm für umgebracht wird oder mehrere Lämmer oder wie auch immer, ist das genauso unmoralisch und sollte man das überdenken. Wie gesagt, also ich denke, wenn man Kooperationen umsetzt, sollte man sich im besseren Fall als Influencer im Jahr 2022 schon informieren, was da eigentlich hintersteckt. Deswegen finde ich das schon problematisch, wenn man das macht. Also einfach dort in Zukunft aufpassen und wenn ihr das eben bei anderen Influencer und Influencerinnen seht, kommentiert es. Natürlich immer konstruktiv und immer fair bleiben, nicht beleidigend, aber einfach schreiben, hey, weißt du eigentlich, was du hier gerade unterstützt? Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Das war's von mir heute, ein kürzeres, knackigeres Video. Ich freue mich, euch nächste Woche wiederzusehen. Ganz liebe Grüße an euch und einen wunderbaren Tag. Bis dann. Ciao.